Also der Osthafen zeichnet sich durch seine offene Bauweise ohne eigenes Hafenbecken aus. Hier, wo die Spree ihre größte Breite einnimmt, hat man einfach an den Spreeufern Verladekais mit Kränen und Lagerhäusern eingerichtet. Die Lagerhäuser selber, zum Teil in interessanter Backsteinarchitektur aus den 20er und 30er Jahren, werden heute genutzt unter dem Thema Medien und Mode. Kann man eigentlich so zusammenfassen. Das ganze bebaute Ufer wird ergänzt durch moderne Neubauten, die sich dazwischen quetschen und teilweise einen sehr eigenwilligen architektonischen Charakter haben.